Scores to Edit ist eine neue Form, Noten für den praktizierenden Musiker zu publizieren. Neben dem deutschen Liederschatz, der 250 Volkslieder, Choräle und Weihnachtslieder beinhaltet, bietet die Firma Klemm von der A Cappella-Gruppe May Bebop die vorletzte CD Extrem nah dran und jetzt die vor wenigen Wochen neu erschienene CD Weniger sind mehr, ebenfalls als Score-to-Edit-CD-Roman. Dies wollen wir zum Anlass nehmen, Ihnen die Handhabung von Scores to Edit genauer zu zeigen. Nach der Installation des Finale Notepad-Programmes starte ich den Flash-Player von der CD-ROM, der mir dann diese übersichtliche Oberfläche mit einfachem Zugriff auf den Inhalt ermöglicht. In der linken Spalte der Oberfläche werden mir die Stücke angezeigt, die ich anwählen kann. Mit den beiden Tastern in der Mitte des Fensters wähle ich, ob ich mit dem Originalchorsatz von May Bebop oder einem Klavierauszug arbeiten möchte. Um einen Eindruck von einem mir unbekannten Stück zu bekommen, habe ich die Möglichkeit, mir das Stück mit dem integrierten MIDI-Klang des Computers vorspielen zu lassen. Habe ich den Chorsatz angewählt, werden Bläsersounds herangezogen, um das Arrangement zu vermitteln. Um diese Noten auf Papier zu bringen, muss ich nun nur noch den Knopf mit dem Finale-Symbol klicken und dieses File wird automatisch mit dem zuvor installierten Finale Notepad-Programm geöffnet. Finale-User wissen, dass ich nun meine Noten verändern oder wenn die Notation nicht meiner Stimmlage entspricht, in einfacher Weise transponieren kann. Nun ist es ein leichtes, indem ich den Druckenbefehl ausführe, diese veränderten Noten zu Papier zu bringen.